Ja, hallo YouTube. Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Build Fallout 4, Rise of the Commonwealth. Wir sind hier in Hangman's Alley. Und... Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht... Ja doch, ich bin wegen euch hier. Ich baue vor euch. Also das heißt, ihr baut selber. Und zwar brauchen wir dafür unseren Tisch hier, Desktop-Sitzpläne. Stell ich mal einen Moment hier hin. Der verschwindet ja eh gleich wieder. Nix, nix. So, dann managen wir das mal. Assign a City Leader. Natürlich wird es wieder Preston sein. Wir haben noch keinen anderen. Ja, ja. Preston, ja, okay. Er ist jetzt der Boss. Yes, tear it all down. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Die verdammten Raider haben hart zugeschlagen. Ja, da es ja ein kleines Örtchen ist, eigentlich von jedem Let's Player ein bisschen die Hass-Siedlung, weil man da nicht großartig bauen kann. Egal, mit was. Man könnte eigentlich nur ein Hochhaus hinbauen. Und schauen wir mal, was daraus entsteht. Na, es ruckelt ein wenig. Aber ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Es wird auch erst einmal die letzte Folge sein. Nicht die letzte Folge, die letzte Siedlung. Also, nein, nicht die letzte Siedlung, die wir bebauen. Nach Hangman's Alley werden wir wieder survivalen. Und zwar waren wir ja damals bei Let's Survive auch hier stehen geblieben und sollten dann nach Good Warwick oder so hin. Und auf jeden Fall habe ich die Meldung jetzt wieder bekommen von Preston, dass die unsere Hilfe brauchen, sprich mit den Siedlern. Das werden wir nach diesen Baufolgen machen. Dann wird es natürlich wieder Baufolgen geben. Jamaica Plan habe ich leider noch nicht gefunden. Aber das können wir ja gemeinsam machen, entdecken. Und noch ein Haus. Gutshaus oder Gutshof, glaube ich, ist das auch irgendwo am Wasser. Wo ganz viele Ghule waren. Das habe ich auch noch nicht. Ansonsten habe ich soweit eigentlich wieder alle Siedlungen eingesammelt, die wir ja schon gemacht haben. Aber nur die Siedlung fehlt noch. Also wir haben 18 Siedler. Ich bin wirklich gespannt, was die da zustande bringen. Schönes Skyline am Abend. Ja. Wir hatten vorher, bevor ich die Baufolge angefangen habe, auch erstmal noch Gunner, die uns attackiert haben und Supermutanten. Aber ja. Auf jeden Fall, nach Hangman's Alley habe ich richtig Lust, mal wieder zu survivalen. Ich habe ja auch im Normalmodus gespielt, damit ich schneller vorankomme, um wieder neue Let's Plays zu machen. Dadurch, dass ich das Spiel neu gestartet habe. Oh ja. Es tut sich was. Es tut sich richtig was. Ja, da bin ich aber gespannt, wenn wir gleich unten landen, wie alles aufgebaut sein wird. Ja, wir bauen natürlich auch in die Höhe. Man sieht etagenweise. Und da sind wir auch schon wieder gelandet. Also der Grundstein ist gelegt zum Bauen für die Siedler. Und wir wurden rausgeschmissen? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen jetzt schauen, wo unsere... Ihr seht da... Ist ein toter Siedler. Schauen wir mal. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ah, das ist noch eine extra Tür, die lasse ich zu. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier... Das ist ja alles hier... Aha. Einfach angebaut. Sehr schön. In Hangman's Alley, ja.
Also ist alles in die Höhe gebaut, aber wirklich sehr in die Höhe. Schade, dass ich so wenige Companions habe. Das könnte ich einen hier lassen und dann würde man auch mehr mitkriegen, wie, was, wann, wo weitergebaut wird. Weil wenn ich jedes Mal, wenn ich jemanden einsetze und wieder mitnehme, stoppen die natürlich das mit dem Bauen. Ah, hier ist unsere Rekrutierungsdingen. Aber jetzt ist die Frage, aber wahrscheinlich wieder hier unten im Haus. Nein, hier nicht. Ja? Nix, nix. Hier auch nicht. Hier haben sie auch alles weggeräumt. Wo ist unser Desktop? Ach, der Tingaf hat im... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, dann müsst ihr mal voran machen. Die Moral sinkt. Aber das ist eure Sache jetzt. Ja. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nee, ja? Ich wollte nur hier... Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Also hier ist schon mal ein Apartment sozusagen. Hier kann noch was hin. Also es ist wirklich... Ja, besser könnten wir es auch nicht bauen, denke ich mir mal. Auf so einer kleinen Ebene. Also ich hätte hier einfach wieder ein Hochhaus hingeklatscht. Ja, hier ist auch nochmal ein Apartment. Hier geht es auch durch. Hier auch. Sie sind so langsam zu Gange. Schön, schön. Hier wird auch fleißig gebaut. Ja, das wird interessant aussehen, wenn es fertig ist. Vor allen Dingen, wenn es mal Level 3... Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt es nichts als Ärger. Wenn es denn mal Level 3 wird. Und dadurch, dass wir leider unsere Companions immer wieder mitnehmen, da wir noch keine... noch nicht so viele haben, wird es halt leider... Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Leider ein wenig dauern. So, ich habe aber ein paar Sachen für euch, die ihr gerne haben könnt. Erstmal hier, das brauche ich nicht. Hier, wo die Raketenwerfer hier. Was kann ich euch denn geben? Ich muss mich sowieso lehren für die nächsten Survival-Sachen. Hier habt ihr Wasser. Das könnt ihr haben. Blutkäferfleisch könnt ihr haben. Ich habe so viel gebratene Sachen. Könnt ihr ruhig haben. Fleisch und Bohnen. Hier Fleisch vom Mischlingshund. Das behalte ich. Gegrillter Retthirsch. Hallo. Hier könnt ihr haben. Gemüsesuppe haben wir noch. Meierlurk könnt ihr auch ein bisschen was haben. Gummibonbons, Homemade Bier könnt ihr haben. Das behalte ich. Jet behalte ich ein. Kartoffelchips könnt ihr haben. Kaugummi. Köterkeule hier. Machen wir halbe halbe. Lego ein bisschen könnt ihr haben. Das könnt ihr haben. Medex. Könnt ihr auch welche haben. Mentets könnt ihr haben. Mutterbeere. Mutantenhundekeule. Gebe ich euch auch mal welche. Nuka-Cola. Psyche könnt ihr alle eigentlich haben. Red Hirschfleisch, okay, das könnt ihr haben. Hier gebe ich euch die Hälfte. Das behalten wir. Stealth Boy könnt ihr haben. Stimpak brauchen wir. Süßkuchen könnt ihr beide haben. Das könnt ihr haben. Das könnt ihr haben. Verstrahltes Blut könnt ihr von mir aus auch haben.
Yam-Yam und Zuckerbomben. Dann habe ich ein paar Sachen. Die ihr haben könnt, wenn ihr sie denn wollt. Hier Hundehalsband. Die mache ich nachher in unsere Werkbank rein. Die Rüstung. Irgendwas an Waffen hatte ich, die ich nicht brauchte. Hier Kampfgewehr. Laserpistole könnt ihr haben. Und dann das meine. Plasmagranate, Molotow-Cocktail. Splittergranaten habe ich sehr viele. Ich glaube, die brauchen wir auch. Kronkorkenmine könnt ihr haben. Die Schrotflinte, Impro-Gewehr könnt ihr haben. So, munitionmäßig kann ich euch nichts geben. So. Das hilft auch, keine die Happiness Ahnung, zu steigern. Blasen ich hab. Und dass die Siedlung. The Settler will put, ja. Ja, gut. Dass die Siedler, also dass die Stadt. Ja. Halt mal die Klappe, ich komme aus dem die Konzept. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja, ihr habt's aber schön gemacht. Dass die Stadt wächst sozusagen und dann auch auflevelt. Ja, genau. Also Platz ist in der kleinsten Hütte, hä? Oh, haben sie mir zurückgegeben, Blutkäferfleisch. Das war ein Stealthboy hinzugefügt. Ja, das muss ich dann alles bei mir... genau, das können wir ja machen. Im Moment läuft ja hier nichts. Mit der Erde läuft es ziemlich gut. Ihr seht... bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. An dem Balken... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Arbeit und Hausbau ist zugange. Und unten ist ja ein ganz kleiner Balken mit Werkzeug und C. Ich glaube, wenn der Stern bei C ist, heißt es, sie sind fertig. Glaube ich zumindest. Ah, hier ist auch nochmal... Was ist das denn? Resident Kommerzialplot, also ne, Geschäft. Sie ist natürlich da unten gefangen, das ist mir aber gleich. Und hier draußen bauen sie nichts. Es ist auch schwierig hier, ich habe mal offline versucht, hier ist so ein Bug, dass man hier gar nichts hinstellen kann. Deswegen lassen wir auch alles schön so, wie es ist. Also der Bug ist halt immer noch da, dass wirklich man kann hier nichts hinbauen. Es versinkt alles im Boden. Sowas ähnliches gab es ja auch für bei der Burg. Aber bei der Burg wurde das dann durch irgendetwas gefixt. Durch irgendeinen Mod. Ich bin stolz auf unsere Freundschaft. Schön präsent. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, da waren wir schon, da haben wir sogar schon gebaut. Presence and Perk haben wir noch nicht. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen mit dem rumlaufen. Sobald ja. wir den Perk Wenn haben, du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Werden wir. Leider ist es dunkel. Gibt es irgendwo einen Sitzplatz? Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Ja. Einer, der ohne leeren Magen. Dann macht mal was. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn wir Preston seinen Perk haben, dass wir doch Automaton anfangen. Dass wir Ada holen. Ada zur Kampfmaschine umbauen. Und ich warte mal ein paar Stunden, damit es hell wird. Oh, habe ich abgebrochen. Blöd. Dass dann wir mit Ada losziehen. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Ich dachte, ich hätte hier meine Ruhe, Preston. Auf jeden Fall Ada umbauen als Kampfmaschine. Schauen, dass wir dann irgendwann noch andere Roboter Keine bauen. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe.
andere. Wo ist denn eigentlich hier? Wo saß die ganze Zeit mein Hund? Streuner. Wo ist der hin? Haben sie den weggescrappt? Ich glaub's ja wohl. Du siehst gefährlich aus. Bitte, hoffentlich Leute. Bist du nicht meinetwegen hier. Eine Scrap-Station. Sehr schön, erst am Scrappen. Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Geht immer voll gelabert. Alles tut weh. Ja, mir tut auch alles weh. Und? Ja, der Hund ist weg. Hier war ein schwarzer Hund. Ja? Nix. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir da neue Roboter bauen können, die wir als Kompanieros. Die Farben ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Ja? Nein, ich will nicht mit euch reden. Haben wir jetzt Ruhe? Die wir als Kompanieros dann sagen, komm mit mir, folge mir und dann aber als Leader einsetzen. Ob das geht? Ich meine, ich hätte mal ein Video gesehen, das habe ich schon letztes Mal gesagt, bei einem Amerikaner, der da ein paar Roboter gebaut hat. Und die sah nicht gerade wie Ada aus. Hat auch andere Namen. Entschuldigung, meine Stimme versagt wieder. So, ich würde aber sagen, ich mache jetzt erstmal hier einen Break. Im nächsten Part. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Das ist. Ja? Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Ja. Da gibt's nichts als Ärger. Ja? Nix. Dass sie ein bisschen mehr gebaut haben. Aber hier, schön. Ach ja. Wie gesagt, das ist ein Wack. Hier liegt normalerweise ein Schlafsack. Der taucht irgendwann mal auf. Das habe ich schon gesehen. Ah, eine Farm wurde auch gebaut. Er arbeitet auch gleichzeitig hier, oder was soll es sein? Ah ne, ist auch ein Schlafplatz. Ach, er hat seinen Schlafsack da oben. Okay. Also. Häuser, also Energie fehlt noch. Entertainment, hier ist ein Apartment. Ein einfaches Leben ist das nicht. Zweites, es hat alles ein bisschen eintönig, finde ich, oder? Immer das Gleiche. Aber ich meine, gut, wollen wir nicht meckern, die Mod ist ja neu und King Garf hat versprochen, es wird noch reichlich dazukommen. Alle, die jetzt Add-ons gemacht haben für Sim Settlement, wollen wohl mit dran arbeiten, dass es noch viele neue Sachen gibt. Ah, hier haben wir einen Garten. Sehr schön. Ja. Und ja. Hier ist ein Wachposten. Ja. Sehr schön. Was soll ich denn erzählen? Ja, dass die Mod halt noch weiter ausgebaut wird, dass da viele Add-ons noch zukommen werden. Also wir dürfen gespannt sein. Ja. Deswegen. Meckern wir einfach nicht. Wir lassen es einfach so erstmal, wie es ist. Und hinterher, wenn mal neue Add-ons kommen, und wir haben auch schon alle Siedlungen bebaut, aber das dauert ja noch, bis wir alles bebaut haben. So weit sind wir ja noch nicht. Dann kann man ja alles nochmal einreißen und nochmal neu bauen. Ne? Ich meine, man kann ja ein Leben lang Fallout 4 spielen, bis man Oma ist. Mhm. Im Enkelkind oder so. Kennst du die Farm, die von Ghoul bestellt wird? Ja. Oder? Auf jeden Fall. Ist das eine Bar? Hey, schick. Eine Bar. Ja, Doc Meat. Gut, ich würde aber sagen, wir beenden den Part. Erstmal hier an der Bar trinken uns ein. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part schauen wir mal, wie es dann so weitergelaufen ist hier. Und werden eventuell noch ein bisschen Schutz anbauen. Oder vielleicht noch ein paar Lampen, Lichter. Wir werden weiter schauen. Ja, okay. Okay, also bis dahin. Adios.